Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver Monoty Water. Ja, ich habe mich entschieden, noch ein paar zu drehen. Und ja. Ich habe jetzt einen Soundtrack angemacht, einfach so zum Fun. Und ja. Wir nehmen Minamone mal schnell nach vorne. Und ja, gehen hier weiter. Tangela. Die XP könnte Fleckmann gut gebrauchen. Item, das ich finde, gehört dir. Gibt's wieder. Ja, okay. Wenn du mir ein Item dann gibst, dann ist das okay. Ja, du. Ich bin Flora vom Blumenladen. Ich muss dir etwa was erzählen. Als ich ein bisschen Wasser auf diesen wandelnden Baum geschüttet habe, ist er verschreckt zusammengezuckt. Das ist bestimmt irgendein Pokémon. Wenn du noch mehr Wasser darüber kippst, zeigt es dir bestimmt seine wahre Gestalt. Cool. Gehen wir mal zurück. Lalala. Der Nationalpark ist nur was für assige Leute. Ja, einmal schnell ins Pokémon Center. So, Freeze wieder nach vorne. Okay, auf zum Blumenladen. So, davor setzen wir jetzt ein Safe State. Bitte. Ja, Mann. Hast du schon von diesem merkwürdigen Baum auf Route 36 gehört? Angeblich beginnt er zu tanzen, wenn man Wasser über ihn schüttet. Oh, das ist ja der Ohren aus der Pokémon Arena von Lucatia City. Heißt das, du hast Bianca besiegt? Dann brauche ich mir wohl keine Sorgen, um dich zu machen. Hier, ich leihe dir mein... ich schenke dir diese Shingekan. Ja, danke. Joa. Nett. Lalala. Hier gibt's die ganzen coolen Gift-Pokémon. Ich mag Gift-Pokémon. Oh, das Traumato. Naja, Kadabra ist besser, ne? Kadabra ist auch cooler. Kadabra ist das beste Pokémon. Das beste Psycho-Pokémon, ja. So. Jetzt können wir das Wasser über den... um das Muggelbaum schütten. Das ist ein merkwürdiger Baum. Setzt du die Shigikan ein? Ja. Oh mein Gott, es greift mich an. Oh mein Gott, ein Mogelbaum. Ja, Aquaknarre. Ja, haha, das war vielleicht ein Spaß hier. Das ist das Dankeschön dafür, dass du mich so gut unterhalten hast. Pflanzset. Cool.
Juhu, Beeren. Eine Beere erhalten. Danke. Und willst nach Tick City gehen, dann musst du von hier aus nach Norden. Also dann bis irgendwann mal. Joa, bis irgendwann mal. Tschüss. Ja, und das ist der einzigste Weg, oder erstmal der einzigste Weg nach Teak City, hier durch den Wald. Ist ja irgendwie ein bisschen komisch, aber naja. Und ich muss nochmal schnell was demonstrieren. Von hier kann man auch wieder zurück nach, keine Ahnung, wie die Stadt heißt, zur ersten Arena auf jeden Fall. Hier zurück nach Teak City, nach Viola City, so. Kann er wieder zurückgehen. Ja. Aber das machen wir jetzt nicht, denn wir wollen nach Teak City. So, ja. Hier kann man Fukano fangen, was ich sonst immer gemacht habe, weil Fukano ist, ach, das ist so ein geiles Pokémon. Ich mag das einfach. Das gehört eigentlich zu meinem Standard-Team, so wie auch, Dings. Wie auch Kadabra. Fleckmon jetzt eigentlich nicht, aber es ist ein cooles Wasser-Pokémon. Ja, Ultilam. Und du holst mal Knirsch auf Marilyn. Oh nee, jetzt wird nutzlos. Kriegt das XP, toll. Und jetzt nochmal. Ja. Gut. Oh, cool. Unsere Mutter ruft uns an. Hallo Kadabra, wie geht es dir? Ich habe heute beim Einkaufen ein nützliches Item gefunden und das hier von deinem Geld gekauft. Tut mir leid, hol es beim Lieferanten im nächstgelegenen Kaufhaus oder Pokémon-Supermarkt ab. Du wirst es sicher brauchen können. Okay. Nochmal. Da geht's auch lang. Mache ich jetzt aber erstmal nicht. Und gehe hier. Oh, du bist aber niedlich. Darf Tantchen mit dir spielen? Tantchen, wer ist denn Tantchen? Ah, jetzt ist Togepi wieder vorne. Toll. Stirb. Toll. Ey, das will ich gar nicht. Und ein Pixie. So. Ja. Lalala. Und hier in diesem Gras kommt es häufig vor, dass ihr Raikou oder es gibt Raikou, Suikyu und Entei, genau. Entei oder Raikou. Einen Moment. Ja, sorry Leute, das war gerade das Telefon, das war jetzt nicht so gut. Ja, hier kann man, findet man gleich nach dem Event hier in der Ruine da hinten. Könnt ihr jetzt sehen, so. Ja, müssen wir eh gleich hin. Kann man da ziemlich häufig Raikou und Entei finden. Ja, erstmal ins Pokémon Center. Und, oh, was willst du denn? So was. Ich heiße Bill. Und wer bist du? Oh, Kadabra lautet also dein Name. Hör mal, ich bin der Erfinder des Pokémon-Übertragungssystems. Aber ganz allein verdienst du es natürlich auch nicht. Du kennst doch die Höhlenregion, oder? Dort wohnt jemand namens Lanette. Sie hat das Lagerungssystem um einiges benutzerfreundlicher gemacht, als es in meinen ursprünglichen Entwürfen war. Wenn wir auch weiter unser Bestes geben und alle gleichgesinnten Trainer
aus dem Ganzen zusammenarbeiten, können wir das System zum Tauschen und Lagern von Pokémon sicher auch in Zukunft auch so viel verbessern. Ich glaube, ich sollte so langsam mal wieder nach Dukat jetzt zur City zurückkommen. Ich will mich wieder zu Hause blicken lassen. Also dann, mach's gut. Ja, mach das. Also, ja, also Tick City und wir müssen jetzt hier oben zu den Ruinen. Dort, die Ruinen. Glaube ich, dass wir da jetzt hin müssen. Erst einmal hier gechillt einen Safe State setzen. Und das ist auch schon wieder dieser komische Typ da. Oder dieser, ein komischer Typ, der... Eusen ist das, glaube ich, der so cute die ganze Zeit finden. Mein Name ist Eusen. Ich reise durch die Weltgeschichte, um ein Pokémon namens Sukiu zu finden. Und du bist Kadabra. In Ordnung, angenehm. Ich bin hier willkommen, weil man mir gesagt hat, Sukiu halte sich hier auf. Wirf meinen Blick ins Untergeschoss durch das Loch da rum dort. Deine Augen tun dich nicht. Das sind Sukiu und die legendären Pokémon. Du kannst gerne versuchen, ihnen runterzugehen, aber sie werden auf der Stelle raus Reis ausnehmen. Glaub mir, ich spreche hier aus Erfahrung. Ja, und du, wer bist du? Jens, ich bin, achso, der Arenaleiter. Ich bin Jens, mein Zeichenleiter der Arenaleiter von Teak City. Mein alter Kumpel Eusen ist gerade hier, weil er sich auf der Suche nach Sütchen ist. Und da sich eben anbietet, durch kann ich nun mit ihm diesen Turm. Ja, ja. So, Mist. Smogamon. Einmal Psychokinese, einem Konfusion und weg ist das. Ich will es noch schnell auf 25 bringen. Oh, und da hinten steht ja auch schon unser Rival. Ja, vor dem werden wir es bestimmt noch schaffen. Ja. Okay, 25, perfekt. Oh, Kopfnuss, cool. Okay. Choir. Was denn? Du schon wieder? Du planst sicher, dir die legendäre Pokémon zu schnappen, das hier auftauchen soll, um dich damit ins Rampenlicht zu... Aber das kannst du dir abschminken. Hör mir gut zu. Die legendären Pokémon gehören ganz allein mir, denn ich habe mir geschworen, der stärkste Trainer der Welt zu werden. Schlag dich nur nach Herzenslust mit den Schergen von Team Rocket herum. Das passt viel besser zu dir. Okay, mal gucken. Nebula, perfekt. Einmal Konfusion, es müsste tot sein. Ja. Gut. Lorblatt, Lorblatt ist eigentlich kein großes Problem. Aber da er Horrorblech eingesetzt hat, warum setze ich nicht gerne ein? Oder so, auch gut. Nein! Nein! So, jetzt aber Minamo. Hier Eiszahn los. Stirb. Nein! Ja, Synthese, lol. Adi, ich mag Synthese nicht. Ich verliert immer mehr HP. Und er ist weg. Juhu, 31. Magnetilo. Magnierschau. Ein Zubat. So. Okay. Genau. Ja. Ach, egal. Du schaffst es sowieso nie, dir die legendären Pokémon zu schnappen. Klar. Irgendwann schaffe ich das schon. Naja, einmal schnell ins Pokémon. Ach nein, jetzt haben wir Togepi vorne. Toll. Pff, lol. Naja, egal. Ach, ey, du verspässerst den Weg, Eusen. Oh, ein Radikal.
Ja, so Leute, das war's dann auch schon für diesen Part. Und im nächsten Part werden wir weiter mit der Ruine machen. Tschüss, bis dann.